Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Bei Carrier Command in zugespitzter Lage gibt es einiges zu tun und das schnell. Damit wir hier nicht kurzfristig das Nachsehen haben. So, einmal hier. Warten, bis die Einheit wieder an Bord ist. Warum hier oben noch gekämpft wird? Jetzt wird nicht mehr gekämpft. Ich wollte gerade sagen, ist mir schleierhaft. So, die Einheit muss an Bord. Dann müssen wir Gas geben. Ein paar Inseln auf dem Weg mitnehmen. Wir brauchen eine neue Barke. Und es gibt Kämpfe bei Frontier, meiner Flugzeuginsel, die ich gerne unbedingt halten möchte. Warum wird Frontier hier nicht richtig angezeigt? Was ist denn das? Moment. Gerade ein Anzeigefehler. Oder was? Nee, eigentlich werden die Inseln doch... Achso, jetzt. So, hier ist sind nämlich gerade Gefechte mit dem gegnerischen Träger, nehme ich an. Und deswegen ist es unbedingt erforderlich, dass wir hier noch weitere Geschütztürme auch aufbauen und diese Insel halten. Und die müssen wir eine ganze Weile halten, fürchte ich. So. Mal einen hier noch irgendwo ins Landesinnere und jetzt muss erstmal reichen. So, der Plan. Ganz flott. Konfrontation des gegnerischen Trägers bei Frontier. Mal gucken, ob er denn da bleibt und ich die Insel so lange halten kann. Wir müssen ein ganzes Stück runterfahren. Über Storm, Odrak hier, die beiden Inseln noch einnehmen. Dann hier die Insel einnehmen, hoffentlich eine neue Barke bekommen. Eine große Runde an Wiederversorgung, wenn ich mit dem Träger hier schon mal wieder rüberfahre. Und ja, die fehlende Barke könnte uns nach wie vor das Genick brechen. Ich hoffe nicht, dass dem so sein wird. So, ist die Einheit jetzt an Bord? Komm, machen wir ein bisschen schneller. Ich hab jetzt extra mit dem Träger auch angehalten. Von der Richtung her sind wir schon ausgerichtet. Gute hier ist... Na, hier können wir es jetzt gar nicht sehen, ne? Das Gute hier ist, von der Richtung, die ich hier fahre, sind die Kommandozentren. Hier ist das Kommandozentrum im Nordosten. Dann können wir hier links vorbei. Ja, zur nächsten Insel. Die hat es auch im Nordosten. Dann weiter hier runter. Gut, da müssen wir mal gucken, wie wir da am gescheitsten reinkommen. Ja, aber da müssen wir natürlich auch erstmal hinkommen und über alledem immer hier Frontier im Auge behalten. Hier werden auch Einheiten angelandet scheinbar. Das ist strategisch wirklich sehr wichtig, weil ansonsten werde ich in dieser Spielrunde keine Flugzeuge mehr herstellen können. Und das wäre wirklich extremst ungünstig. Okay, das kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld, was ich hier mache. Ob das nicht am Ende kontraproduktiv ist, das muss ich dann noch rausstellen. Lasst mich gerne, wie immer, gerne eure Meinung hierzu wissen. So, und jetzt bitte, mach, dass du an Bord kommst. Warum dauert das so lange? Am liebsten würde ich auch schon mal eine Einheit zurücklassen, rein zum Zeitsparen. Ich habe komplett angehalten. Na komm schon, warum brauchst du denn so lange? Jetzt geht ja bald der Sprit aus. Wo fährt er denn hin? Und warum jetzt... So und so? Das ist doch völliger Quatsch. Komm voran. Das dauert mir alles viel zu lange hier. Dass du reinkommst. So, deine letzte Chance. So, wo müsste die Einheit sein? Hier irgendwo. Gut,
was können wir noch Sinnvolles machen? Lass mal gucken. Flugzeuge. Na, ich glaube, ich habe auch nicht keine Kameras mehr, die ich installieren kann, oder? Lass mal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch Chassis, wo wir was mit bauen können. Tatsächlich, eine Gelenkkamera wäre noch da. So, und der andere. Und wir haben schon mehrere Geschichten hier ohne Gelenkkamera. Komm, egal. Noch einen. Du bist auch ein Bomber. Ich könnte auch welche mit Raketen ausstatten. Ja, nee. Das richtet im Zweifelsfall der Träger, hoffe ich. Okay. So, hier wird weiter mit Raketen geschossen. Wohin schießt er denn mit den Raketen? Ich werde jetzt auch mal die ganzen teuren Geschütztürme weglassen, sondern die preiswerteren hier bauen. Mal nichts mit Rakete und CIVS. So, hier können wir noch einen hinpacken. Und hier noch einen. Das ist ja völlig willkürlich, was ich hier mache. Nö, nicht die Produktion abbrechen. Konstruieren. Irgendwann kriegt die Insel dann wahrscheinlich auch ihren vierten Stern, wenn ich so weitermache. Wie viel stehen wir aktuell? Bei 3. Ich weiß gar nicht, ob sich das nochmal geändert hat irgendwie. Also ich meine, ob die nicht ihren Status sowieso durchgehend behalten. So, ein Geschützturm zerstört. Möchte die Einheit denn nicht in den Flugzeugträger zurück? Das gibt's da nicht. Oder muss ich ein Stück rückwärts fahren, damit das was wird? Dann probieren wir das auch noch. So, rückwärts. Obwohl das ganz und gar nicht mein Ziel ist. So hilft es, wenn ich dir ein bisschen entgegenfahre. Hat das irgendwas mit der Strömung zu tun, dass du nicht reinkommst? Genug Virenfahrzeuge müsste ich ja noch haben. Mal gucken. Ich will die aber auch nicht einfach zurücklassen. Okay, ich gebe dem Gefährt noch ein paar Augenblicke. So, ich fahre rückwärts entgegen. So, was macht er denn? Hier. Da ist der Träger. Könntest du bitte einfach reinfahren? Was ist denn los mit dem Teil? Das ist doch keine Kirmesattraktion, die sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Manchmal ist das echt ungünstig, was das Spiel so macht. So, und währenddessen was ich hier an Geld ausgebe. Kommt CBS. Raketenturm habe ich gerade kein Geld dafür. Das nächste, was ich baue, ist tatsächlich nur ein Raketenturm.
So, es hilft nichts. Wir müssen fahren. Können wir das nicht leisten, hier stundenlang zu warten. Es tut mir wirklich leid. Boah, ist das duster. So, einen kurzen Moment haben wir Zeit. So, wie sieht's aus? Raketenturm. Jetzt hagelt's noch oder was? Ich glaube, es hackt. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist das schon das gegnerische Kommandozentrum, was ich hier sehe. Und ich muss unbedingt zusehen, schneller zu werden. Schneller bedeutet natürlich mehr Risiko. Das ist mir auch klar. Boah, jetzt sind wir auch noch in schlecht Wetter geraten. Im Hintergrund immer wieder das unerbittliche Bling. Schon wieder, wenn der Gegner wieder einen Geschützturm zerrammelt hat. Oder was jetzt noch? Geschütztürme, ja. Ich möchte unbedingt die Flugzeuginsel behalten. Das ist mir sehr wichtig. Aber da stehen auch noch eine ganze Reihe Türme drauf. So schnell sollte ich die Insel nicht verlieren. Da habe ich viel Geld reingesteckt. Von der Verteidigung her. Und die Inseln hier auf dem Weg nehme ich nur des Geldes wegen mit, was sie regelmäßig Abgaben produzieren. Will ich da eigentlich nichts. Aber wenn ich schon mal den Weg runterfahre, wäre es ja auch irgendwie doof, die Inseln nicht mitzunehmen. Das ist zumindest mein Gedankengang mal dazu. So, leuchtet es an mehreren Stellen. Ich weiß nicht, ob das gleich auch mit Gegnern zu tun. Also, ich meine, mit einer größeren Anzahl von Gegnern zu tun bekommen werden. Also ganz ohne Gegner geht das ja hier nie ab. Ich wünschte, ich könnte was sehen. Kann nicht das Kommandozentrum sein, was da leuchtet, oder? Was ist denn das da hinten? Nee, das ist das Kommandozentrum. Frontalangriff, kenne ich nichts. Mal schauen, wie nah wir ran können. Mit großer Gegenwehr rechne ich nicht. Mal schauen. Ich werde mal versuchen, ein bisschen weniger präzise zu spielen tatsächlich. Gut, ich wiederhole mich. Aber es muss alles irgendwie schneller gehen. So, kommt denn hier gar kein flaches Wasser? Oder ist mein Ordnungsgerät da kaputt? Genau das richtige Wetter für sowas. Okay, wir halten an der Stelle an. Und gucken mal, was wir hier sehen können. Wie war das nochmal? Ich hatte jetzt eine Weile schon nicht mehr gespielt. Target-Kanone.
alles sehr nah dran. Ausgezeichnet. So was mit dir. Bist du an Land? Bist du im Wasser? Ich würde sagen, warum kann ich dich nicht anvisieren? Okay, sollte das der schnellste Feldzug aller Zeiten werden? Nichts dagegen. So. Mantis, der hat. So, die beiden Fluggeräte gehen los. Warte mal, hier sind gar keine Waffen drin hier unten. Die habe ich nur eingesetzt. Keine Waffen mehr für die. Ach du Schande. Ich habe noch die Virenbot-Dinger. Herzlichen Glückwunsch, das muss ja dann gleich auf Anhieb funktionieren. Okay. Seal 7 und die beiden Flieger. Ich könnte noch irgendwie Raketenwerfer und Flugabwehr da drauf montieren, aber ich sehe da nicht den richtigen Sinn. Und ich habe keine Barke. Vielleicht ist es unter den Umständen doch gar nicht so gut, noch jede Insel mitzunehmen, die zwischendurch kommt. Und gleich durchzufahren zur Barkeninsel nach der jetzigen. Das muss ich mir tatsächlich nochmal überlegen. Boah, hier, Großangriff. Junge, Junge, Junge. So, was geht? So, wir sind hier. Das Ding hat gleich keinen Sprit mehr. Was soll ich sagen? Ist nicht böse gemeint, aber ich muss dich zurücklassen. Gehen wir mal davon aus, dass keine Menschen an Bord sind. So, wo ist meine Einheit, die ich gestartet habe? Warum dauert das so lang? Ein Fluggerät. Halt, ich habe nicht gesagt, dass du so fliegen sollst. So, Beschädigung. Ja, bis jetzt nichts. Lass mal gucken. Oder ist da irgendwas beschädigt? Kann der aus demselben Grund nicht raus wie der andere rein? Okay, also ich glaube, was ist mit ihm? Warum wird er angegriffen? Wird er angegriffen? Oh ja. Und wo? Oh, da sind wirklich einige Fahrzeuge. Mann, oh Mann. Waffe. Okay,
Okay, hinter mir. Warte mal, das ist der Albatros, ne? Nee, das ist der Manta. Das ist der Albatros. Albatros. Du fliegst hier Patrouille, habe ich gesagt. So, 2 TR. So, Trägerkanone. Okay, jetzt kann ich aber auch selber noch die Bomben abwerfen. Sehe ich denn was? Ja. So, einmal hier rüber. Doppelbombe. Oh nein, die Lebenspunkte sind schon nicht mehr gut. Was ist mit dir? Lebenspunkte top. Dann. So, aber warum? Wo ist meine Einheit, die ich hier absetzen wollte? Ich verstehe es nicht. Ist irgendwas kaputt? Oder ist das Ding nicht aufgetankt? Oder was ist mit ihm? Also irgendwas stimmt doch nicht. So, S8 müsste genauso gehen. Ach, der andere konnte nicht andocken, weil voll ist. Es tut mir leid. Aber jetzt kommt auch keiner raus, weil voll ist. Oder weil jemand ein Undock-Kommando hat. Warte mal. Es sind echt noch einige Einheiten hier drauf. Aber, weil du ein Undock-Kommando hast, ne? So, schafft es jetzt einer rauszukommen? Ja, ach du liebe Zeit, der hat auf den gewartet, weil er vorhin schon am Andocken war und deswegen ist keiner abgedockt. Ja, da wirst du ja verrückt. Okay. Erwischen wir nichts. So, wie sieht's hier aus? Was ist mit dem Mantis? Was haben wir denn noch mit Bomben? Können wir doch auch so einen ganz blinden schicken. Hier, den A3. Was schießt ihr denn? Das sind ja echt viele Einheiten, die hier noch rumfleuchen. Und ich habe keine Waffen mehr für meine Bodeneinheiten. Echt schlecht. Ja, nur mal kurz stehen bleiben, dann ist alles gut. Zumindest für mich. Ich
Tja, wo ist er? Auf der anderen Seite irgendwo, ne? Okay. Okay, der Spross muss erstmal richtig nachladen. So, Flieger teilweise gelandet. Was ist denn noch in der Luft? Hm. Nicht mehr viel. Ich habe echt keine Waffen, die ich hier draufpacken kann. So, erst draußen. Jetzt könnte der andere andocken. Ach ja, das war mein Fehler. Das tut mir leid. So, aber hier auch, ne? Ich habe hier noch Flak und Raketenwerfer. Was kann der Raketenwerfer? Der Raketenwerfer kann der auch auf andere Fahrzeuge schießen? Kamera, das bringt mich alles nicht weiter. Disco-Kugel. Mistverdammter. Also ohne Barke geht gar nichts. Hier von wegen keine Insel liegen lassen. War nicht die beste Idee. So, was kann noch gestartet werden? Der A4 ist auch ein blinder Bomber. Der kann mitgestartet werden. Volltreffer. Munition müsste ich eigentlich noch haben. Ich komme auch wirklich mit keinem. Also es darf nicht ein Fahrzeug auf dem Boden sein, komme ich nicht mit klar. Was? Interferenz? Aber wegen dem Wetter? Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Interferenz. Interferenzen. Haben wir gleich schon einen Folgennamen. Ach du liebe Zeit. Und das war noch. Bei einer bereits überlangen Folge. So, stationäre Türme. Da bauen wir hier gerade noch mal ein paar hin. Nein, nichts abbrechen. Aber ich habe mir sagen lassen, das hat niemand was gegen überlange Folgen. Okay, aber wie es weitergeht, das schauen wir uns dann gemeinsam in der nächsten Folge an. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.